Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich möchte Sie recht herzlich zum Webinar DocuWare Insights integrieren ganz einfach begrüßen. Und ich möchte mit einem kleinen Zitat beginnen. Und zwar, Wettbewerb ist mehr eine Frage richtiger Beherrschbarkeit von Zeit. Nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen überholen die Langsamen. Meine Damen und Herren, in einer Zeit, wo man am Sonntagabend gemütlich auf der Couch sitzt und dort mit dem Smartphone oder Amazon oder irgendwo anders etwas bestellt und am nächsten Morgen wird die Ware geliefert, meine Damen und Herren, in der Zeit werden Standards gesetzt, was die Verfügbarkeit von Informationen angeht und was Reaktionszeiten angeht. Und gemeinsam in den heutigen Webinaren möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie zukünftig schnell auf Informationen zugreifen können und das Ganze gekoppelt mit dem Sage auch möglich machen, um halt aus dem Sage auch auf Dokumente, auf Informationen zugreifen zu können. Bevor wir mit dem Ganzen beginnen, vielleicht noch ein, zwei Worte zu den Referenten. Mein Name ist Oliver Jakobait. Ich bin seit über 16 Jahren in dem ganzen Bereich der DMS-Branche tätig, also alles, was Archivierung angeht, was die Ablage von Informationen angeht und was die Prozesse angeht und seit über 11 Jahren im Vertrieb. Ich habe mir Verstärkung mitgebracht von den Felix Kopmann und Felix ist quasi der Fachmann von Stralsund, Buxtehude und München zum Thema Sage und er wird heute die Sage-Stelle präsentieren. Felix, magst du noch ganz kurz was zu deiner Person sagen? Gerne. Ja, Oliver, vielen Dank für die netten einleitenden Worte. Mein Name ist Felix Kopmann. Ich bin heute der Referent im Bereich der Schnittstelle Sage to DocuWare. Ich arbeite seit über 4 Jahren bei der WQE Solutions GmbH hier im wunderschönen Berlin. Und ja, ich freue mich auf die Präsentation. Ich übergebe das Wort wieder an meinen Kollegen Oliver Jakobait. Super, besten Dank, Felix. Bevor wir beginnen, ist vielleicht die Frage, für wen ist dieses Webinar, was wir heute halten, überhaupt interessant? Und ich denke, es gibt zwei Interessengruppen, für die das heute super spannend ist. Und zwar zum einen für DocuWare Kunden, die Sage nutzen, aber bis dato noch keine Schnittstelle im Einsatz haben. Es gibt aber auch Firmen auf dieser Welt draußen, die haben noch gar kein DMS im Einsatz. Und von daher ist es natürlich auch für Firmen interessant, die so ein Sage im Einsatz haben, aber eventuell noch kein DMS und sich die Frage stellen, welches System wollen wir einsetzen. Und für die Person ist das Webinar heute gemacht. Sage DocuWare, ja, wie Sie sehen, eine runde Sache. DocuWare und Sage ineinander integriert. Wir haben in unserer Schnittstelle 3 Bereiche. Wir gehen heute auch gleich live in der Präsentation auf alle Bereiche ein, hier aber erstmal ein kurzer Überblick. Der erste Bereich, das ist die automatische Belegarchivierung von Sage an DocuWare. Das heißt, Sie befinden sich in der Sage-Warenwirtschaft. Sie erstellen Angebote, Sie erstellen Bestellungen. Egal ob im Einkauf, Verkauf, in der Produktion, wir können die Belege entsprechend übergeben. Und das Schöne an der Sache ist, wir können die Belege auf Datenbankebene übergeben. Das heißt, alle Werte, die Sie zur Verfügung haben zum Beleg, können wir mit übergeben. Das zeigen wir gleich auch mal live. Der zweite Part, die Systeme anders. Die einen suchen vielleicht die Belege zum Kunden heraus. Die einen suchen nur die Angebote zu dem Kunden heraus. Die einen brauchen den Buchungsbeleg direkt auf Knopfdruck. Und das haben wir mit unserer Schnittstelle geschaffen. Sie als Anwender können eigene Suchen in fast allen Masken in Sage erstellen. Sie können auch die Fulltext-Suche nutzen. Und da werden wir gleich drauf eingehen. Ja, und der dritte Part, da werden wir gleich als allererstes drauf eingehen. Das ist die Übergabe an die Sage-Buchungserfassung. Was heißt das? Wir sind im Dokumentenmanagementsystem und wir kontieren die Rechnung entsprechend vor. Diese Rechnung möchten wir jetzt an unsere Buchungserfassung übergeben. Und da haben wir eine Integration geschaffen, dass Sie die Werte, die Sie auch schon vorkontiert haben, mit übergeben können und der Buchungssatz mit der Rechnung verheiratet wird, sodass Sie den Beleg jederzeit öffnen können. Hier nochmal eine ganz kurze Übersicht. Was ist denn die automatische Übergabe? Wie gerade schon gesagt, wir haben die Möglichkeit, alle Belege aus dem Einkauf, Verkauf und der Produktion automatisiert zu übergeben. Das heißt, wir integrieren uns hier komplett in ganz normale, in die Sage-Oberfläche. Und für den Anwender ändert sich nichts, ob Sie die Belege per Stapel drucken, ob Sie die Belege aus der Vorschau übergeben. Wir müssen das nur einmal konfigurieren und dann werden die Belege so übergeben, wie Sie als Endkunde das gerne hätten. Das Schöne ist, hierbei ist kein Printer erforderlich. Wenn Sie das Sage-System kennen, wissen Sie, man arbeitet immer mit Vorlagen. Das heißt, man hat bestimmte Felder, die an bestimmten Positionen stehen. Arbeite ich jetzt mit einem Printer und ich ändere meine Vorlage, da muss ich auch diese Vorlagen im DocuWare-System wieder anpassen. Das heißt, es ist sehr aufwendig.
Gehe ich aber direkt über die Datenbanken, haben wir die Vorteile, egal wie sich Ihre Vorlagen ändern, die Werte werden weiterhin übergeben, denn die Struktur in der Datenbank ändert sich nicht. Und so können Sie auch Ihre eigenen Felder, die Sie im Sage zur Verfügung haben, Ihre User-Felder, können wir auch übergeben. Felder, die nicht auf dem Beleg stehen. Und das ist hier ein Riesenvorteil, den wir geschaffen haben. Ja, der zweite Part, den wir auch vorgestellt haben, der Aufruf von Sage-Belegen. Wir haben gewisse Menüs in der Sage-Maske schon vordefiniert. Das heißt zum Beispiel in den Verkaufsbelegen, in den Einkaufsbelegen, in den Stammdaten. Von überall aus haben wir schon Suchen vordefiniert, die Sie als Endkunde nutzen können. Wir zeigen aber auch gleich mal, wie Sie als Endanwender eine Suche innerhalb von 1 bis 2 Minuten selbst erstellen können, sodass diese Suche jederzeit wieder aufrufbar ist. Und auch hier ist das Schöne, was DocQuery ja ausmacht, es ist diese geniale Volltextsuche. Und auch die haben wir in unserer Schnittstelle integriert. Wenn Sie zum Beispiel in den Stammdaten der Artikel sind, Sie möchten jetzt mal sehen, wie viele Belege habe ich denn zu diesem Artikel schon in meinem DMS-System, dann können wir auch diese Volltextsuche zum Beispiel aus den Stammdaten im Artikelbereich nutzen. Hier sehen wir nochmal den kompletten Prozess der Übergabe der vorkontierten Belege. Wir gehen gleich live rein und werden sehen, wie wir im Rechnungswesen die Belege per Knopfdruck aufrufen können, die mein Kollege Herr Jakobleit gleich vorkontieren wird. Dabei können Sie als Kunde sagen, welche Werte möchte ich denn übernehmen? Möchte ich zum Beispiel mein Sachkonto übergeben, wenn ich das in DocQuery schon vorkontiert habe? Möchte ich den Betrag übergeben? Und sobald Sie diese Buchung abschließen, können Sie auf den Buchungssatz klicken und den Beleg jederzeit wieder öffnen. Was wir heute nicht zeigen werden, das ist der ganz normale Buchungsimport von Sage. So können Sie natürlich auch Split-Buchungen ganz einfach von DocQuery exportieren und in Sage importieren. Das sind aber Standardfunktionalitäten, die wir heute eben nicht zeigen werden. Wir gehen wirklich auf unsere Schnittstelle ein. Wie kommen die vorkontierten Belege als Buchungsvorschlag an? Warum Sage to DocQuery? Das Schöne ist, wir hatten schon mal eine alte Schnittstelle und da war es ein sehr, sehr hoher Konfigurationsaufwand, was wir geschaffen haben mit dieser Schnittstelle. Wir oder auch Sie können diese Schnittstelle in maximal 4 Stunden einrichten. In der Regel schaffen wir es auch kürzer, aber wir sagen, in maximal 4 Stunden kriegen wir die Schnittstelle eingerichtet. Wenn Sie Updates bei Sage machen, dadurch, dass wir uns in Sage integrieren, haben Sie auch keine Probleme bei Updates. Das ist das Schöne, Sie können Sage hochziehen, die Schnittstelle zieht sich mit hoch. Wir verbinden beide Systeme, sodass Sie jederzeit Aufrufe von Belegen machen können und auch jeder Anwender versteht, wie kann ich mir Suchen bauen, um am Ende die Schnittstelle sauber zu nutzen. Und wir, dadurch, dass es natürlich Kunden gibt, die einen nutzen lieber Cloud, die anderen On-Premises, für uns gar kein Problem. Wir sind für beide Systeme verfügbar. Ob es Cloud oder On-Premises ist, spielt für uns keine Rolle. Und wir haben eine Integration ab der Sage 8.1, natürlich auch in der Sage 9.0. Das werden wir auch gleich präsentieren. Das war's von meiner Seite. Ich übergebe an Oliver, der jetzt das DocQuery-System präsentieren wird. Super, Felix, vielen Dank dafür. Wir gehen jetzt einfach mal hier in unsere Demo-Umgebung rein. Vielleicht ganz kurz noch eine Information vorab. Das, was wir uns gleich hier angucken werden, das ist ein vorgefertigter Prozess. Das heißt, diejenigen unter Ihnen, die noch kein DocQuery-System im Einsatz haben und sagen, Mensch, so ein Eingangsrechnungsprozess wäre doch eigentlich toll. Und wie machen es denn die anderen? Wir haben 2 Möglichkeiten. Die Variante 1 ist, wir können so einen Prozess von vorne aufnehmen, entsprechend so, wie Sie heute arbeiten. Wir können aber auch schon auf etablierte Prozesse aufsetzen. Und das ist das, was wir uns jetzt angucken. Das heißt, diejenigen unter Ihnen, die sagen, ich suche einen Eingangsrechnungsprozess und das, was wir uns jetzt angucken, passt. Super, können wir es genauso nachher umsetzen. Okay, wir gucken uns einmal DocQuery an mit so einem Eingangsrechnungsprozess und steigen dann in das Thema Sage etwas tiefer ein. Meine Damen und Herren, für diejenigen, die DocQuery noch nicht gesehen haben, das ist DocQuery. Und hier sind mir persönlich 2 Dinge wichtig. Die eine Sache ist, wir sind rein browserbasierend. Das heißt, ob Sie uns später in der Cloud nutzen wollen, ob Sie uns lokal installieren wollen, ist uns am Ende des Tages egal. Die Komfortmerkmale sind identisch. Das heißt, ich muss nichts installieren, ich kann von unterwegs drauf zugreifen. Also kurzum, Sie können alle Leute über alle Abteilungen, über alle Standorte hinweg ganz, ganz einfach ins System nachher mit einbinden. Das ist so die eine Seite. Die andere Seite ist, dass wir gesagt haben, wir wollen es so einfach wie möglich gestalten. Also im Idealfall stehen Ihre Kollegen und Kolleginnen am Morgen auf und sagen, du Schatz,
endlich wieder auf Arbeit. Ich will mit Dogware weiterarbeiten. Felix lacht schon, aber das ist so. Damit dem so ist, orientieren wir uns an dem, was die meisten kennen, und zwar an den Schreibtisch. Das heißt, um mal ganz kurz einen Überblick über das System zu geben, das, was wir jetzt hier sehen, das ist unser Briefkorb. Briefkorb ist ja wie so ein Plastikkörbchen vom Schreibtisch, ne? Mit Tacker, Enthefter, also sprich das Pendant zu dem, was Sie ohnehin schon kennen. Was wir daneben haben, das ist unsere Suche. Und wenn ich jetzt hier einfach mal raufgehe, sehen wir hier so die Suche aus der Buchhaltungsperspektive. Belegart, Mandant, Firmenname, Fälligkeit. Das sind die Begriffe, die wir gerade eben auf der Rechnung in der PowerPoint-Folie gesehen haben, wo wir meinten, gucken Sie mal, da sind gewisse Begriffe, die ist für die Abteilung, für den Bereich doch relevant. Und genau das sehen wir hier auch in der Suche. Quasi hier können wir aus der Buchhaltungsperspektive jetzt auf den elektronischen Datenbankschrank zugreifen. Und wenn Sie jetzt sagen, du, wir wollen da weniger haben oder mehr haben oder andere Begriffe haben, kann man das auch entsprechend anpassen. Aus der Projektperspektive haben wir eine andere Sicht drauf mit weniger Begriffen. Also von daher jeder so, wie er es braucht. Was wir daneben haben, sind unsere persönlichen Favoriten. Wir sind ja jetzt im Bereich der Buchhaltung angemeldet und wir haben ja in dem Teilnehmerkreis, wo wir heute zusammengekommen sind, einen ganz breiten Mix. Wir haben Leute aus der Geschäftsführung, Leute aus dem Marketing, aus dem Personal, aus der Buchhaltung, aus der Beratung. Und jeder von uns braucht ja am Ende des Tages andere Informationen, unterschiedliche Informationen, um einen guten Job zu machen. Und das, was wir jetzt hier einfach mal sehen, ist aus der Sicht der Buchhaltungsperspektive, welche Informationen sind für mich eigentlich relevant? Also, welche Rechnungen sind länger oder weniger als 5 Tage unterwegs? Welche Verarbeitungsstand haben gewisse Rechnungen? Das bedeutet, wir können uns hier Dinge abonnieren und das, wenn sich Sachen im bestimmten Status befinden, wenn Sachen in einem gewissen Zeitfenster reinkommen, dann ist es so, wird uns hier automatisch angezeigt. Das können Sie jederzeit selbst anpassen. Das ist quasi wie Ihr persönlicher Assistent. Was wir daneben noch haben, sind unsere Aufgaben. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Und das soll es doch erstmal ganz kurz zur Übersicht gewesen sein. So, das, was wir jetzt erstmal machen, was wir jetzt hier sehen, sind erstmal 3 Eingangsrechnungen, die wir gerade eben eingescannt haben und gemeinsam bearbeiten möchten. Und was wir jetzt hier sehen, ist so dieses grün-gelb-rot markierte. Das bedeutet, wir von Dogware haben schon auf die Rechnung raufgeguckt und machen quasi Vorschläge, wie wir das Dokument ablegen wollen. Und das gucken wir uns mal ganz kurz an, weil auf der linken Seite sehen wir jetzt hier die Kriterien, die wir der Rechnung mitgeben möchten. Also Belegart, Firmenname, Steuernummer und so weiter und so fort. Das sind die Dinge, die wir jetzt mitgeben möchten. Auf der rechten Seite sehen wir das Dokument in der Vorschauansicht. Und vielleicht sehen Sie hier diesen gelben Rahmen. Das ist der Bereich, wo wir auf der Rechnung schon Inhalte ausgelesen haben, wie zum Beispiel die Rechnungsnummer oder wie das Datum beispielsweise. Also sprich, wir gucken auf die Rechnung rauf und schauen, wo stehen gewisse Informationen, die wir mitgeben wollen. Wenn gewisse Informationen noch nicht aus dem Stand ausgelesen wurden, ist es kein Problem. Das sage ich Ihnen auch mal ganz kurz. Dann brauchen wir das gar nicht abtippen. Das heißt, wir markieren das einmal ganz kurz mit der Maus und sagen, guck mal, da steht der Steuersatz, da steht der Nettobetrag, da steht der Steuerbetrag. Ganz unten haben wir den Gesamtbetrag. Also Sie brauchen es einmal ganz kurz mit der Maus markieren und zack, übernimmt das. Und das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist, dass wir das Ganze jetzt einmal bestätigen. Ach, sehen Sie, auf Pflichtfelder werde ich auch noch hingewiesen, was das Leistungsdatum angeht. Und das, was ich jetzt einmal mache, ist, ich bestätige das Ganze und was dann passiert, zack, Sie werden nochmal gelobt, alles ist richtig und wir können uns der nächsten Rechnung widmen. Gleiches Prinzip, ich gehe jetzt hier einmal ganz kurz rein auf Ablegen und wir haben jetzt hier wieder die Rechnungsnummer, die ausgelesen wurde anhand des gelben Rahmens. Wir haben das Rechnungsdatum, was ausgelesen wurde. Und bei den ganzen anderen Informationen haben wir es jetzt so gemacht, dass wir das einmal noch ganz kurz zeigen können. Das bedeutet, wir haben jetzt hier beispielsweise den Steuersatz, den er übernommen hat. Wir haben beispielsweise jetzt hier nochmal den Nettobetrag. Wir haben den Steuerbetrag. Also das heißt, wir müssen es wirklich bloß ganz kurz mit der Maus markieren. Er übernimmt es und alles ist gut. So, was wir jetzt machen, wir gehen ganz kurz auf Ablegen. Wir schnappen uns dann nochmal die nächste Rechnung. Und das gleiche Prinzip letztendlich, er hat gewisse Bereiche aus der Rechnung auch schon komplett ausgelesen. Und die Frage, die jetzt häufig kommt, ist, wie funktioniert das eigentlich? Und es ist relativ simpel. Das bedeutet, wenn wir uns mal so 3 Rechnungen gedanklich auf den Tisch legen, von ihm, von der Telefonica und von Dogware, ist es so, alle Rechnungen sehen da grundsätzlich erstmal unterschiedlich aus. Nichtsdestotrotz sind die Rechnungen von den einzelnen Lieferanten, die sind ja gleich.
Und das, was wir machen, wir gucken quasi auf die Rechnung, wo steht der Firmenname? Wo steht beispielsweise der Rechnungsbetrag? Wo steht beispielsweise die Rechnungsnummer? Und wenn gewisse Bereiche, gewisse Werte auf gewissen Bereichen stehen, dann erkennen wir, das ist von der Telekom, das ist von der Wego oder das ist von der DocuWare beispielsweise und geben schon Vorschläge, was die Ablage angeht. Das Wichtige bei der ganzen Geschichte ist, wenn wir jetzt mal hier raufgehen, das ist ein selbstlernendes System. Das bedeutet, wir haben jetzt die Rechnung angelernt und wenn die Rechnung nochmal reinkommt, springen sie von Rot auf Gelb, von Gelb auf Grün und wir können so entsprechend auch ein selbstlernendes System aufbauen. Wir können für uns selbst lernen, wir haben aber auch ein Rechenzentrum, wo Stand heute 45 Millionen Rechnungsvorlagen hinterlegt sind. Das heißt, wir können auch von dem Wissen anderer Kunden profitieren und das führt dazu, dass Stand heute 9 von 10 Rechnungen komplett automatisch ausgelesen werden. Das sehen wir uns auch gleich in der Schnittstelle genauer an. Für alle diejenigen, die aus der Buchhaltung kommen, das sind Informationen, die brauchen Sie ja nie wieder abtippen. Das sind Informationen, die übergeben wir dann später automatisch an das Sage, was mein Kollege der Felix gleich nochmal zeigen wird. So, was haben wir gemacht? Wir haben Rechnung gescannt, wir haben Rechnung abgelegt und wir kommen jetzt quasi in den Prozess rein. Das sehen wir jetzt hier oben. Das bedeutet, wenn ich jetzt mal auf meine Aufgaben reingehe, ist es so, dass wir jetzt hier im Hintergrund gewisse Routinen durchlaufen lassen. Das bedeutet also ganz klar, dass beispielsweise geprüft wird, sind denn Dubletten vorhanden? Auf der einen Seite. Es wird geprüft, sind alle Pflichtangaben auf der Rechnung beispielsweise vorhanden? Das sind also alles Dinge, die im Hintergrund automatisch geprüft werden. Okay? So, was wir jetzt machen, jetzt warten wir ganz kurz, bis die Rechnung bei uns ankommt und dass wir die Rechnung nachher weitergeben können. So, Rechnungen sind sicherlich gleich da. So, wir aktualisieren nochmal ganz kurz. Und zack, was wir jetzt hier haben, letztendlich die Rechnungen sind nachher angekommen. Wir sehen zum einen, wir können bei der einen Rechnung nochmal Pflichtangaben korrigieren, weil eventuell die Rechnungsnummer oder andere Sachen nicht korrekt sind. Also sprich, wir können so einstellen, dass die Rechnung sich im Hintergrund mit dem Sage abprüft, im Sinne von, sind alle Angaben auf der Rechnung korrekt? Und dann fungieren wir quasi als Türsteher, wenn Sie so wollen, ob wir die Rechnung jetzt in den Prozess reinlassen oder nicht. Und das Einzige, was wir jetzt nochmal machen, dass wir die Rechnungsnummer markieren und zack, und die Rechnungsnummer markieren und dann die ganze Sache reinlassen. Fertig. Bei den anderen beiden Rechnungen ist es so, dass wir jetzt hier die Rechnung haben und die einem Kollegen zur Prüfung geben wollen. Das bedeutet, wenn wir das jetzt hier haben, aus der Buchhaltungsperspektive, haben wir so elektronische Stempelchen, die wir aufsetzen können. Das heißt, wir können jetzt sagen, wir geben die Rechnung einem Kollegen oder einer Kollegin, ich gebe die mir jetzt einfach mal selbst zur Rechnungsfreigabe und sagen jetzt hier unten, wir möchten meiner Kollegin die kompletten 1 Million Euro zur Prüfung geben. Wir könnten auch hier die Rechnung aufsplitten auf verschiedene andere Bereiche, aber das machen wir jetzt einfach mal nicht. Wir können jetzt sagen, wir möchten die Rechnung beispielsweise auf ein bestimmtes Konto geben und sagen jetzt, die Rechnung geht beispielsweise aufs Konto Material. Auch hier ist es so, dass wir das Konto aus dem Sage übernehmen können. Also Sie müssen jetzt nichts doppelt vorhalten, das übernehmen wir automatisch. Jetzt gehen wir hier einfach mal weiter und sagen, wir können noch einen Buchungstext eingeben und sagen jetzt Stahlträger. Wir können jetzt auch noch Kostenstellen und Kostenträger hinterlegen, wenn Sie das einfach wollen und sagen jetzt hier einfach mal, es geht dann mal auf die Kostenstelle Heimwerker und setzen jetzt ein Stempel drauf und geben es jetzt quasi einem Kollegen zur weiteren Prüfung. Das bedeutet, wir geben jetzt der Rechnung schon Informationen mit, die mein Kollege gleich nochmal prüft. Wenn Sie jetzt sagen, du, ich weiß aber auch nicht alles aus der Buchhaltung, dann ist es kein Problem, dann kann auch der Kollege das entsprechend vervollständigen, je nachdem, wie der Prozess nachher einfach sein soll. So, was wir jetzt machen, jetzt sagen wir auch hier, das geht beispielsweise auf das ganze Konto Transport, Transportanlagen oder ähnliches. Wir sagen jetzt hier einfach mal einen Text, Spedition. Wir sagen jetzt hier beispielsweise, es geht auf eine bestimmte Kostenstelle, Fuhrpark, bringen jetzt den Stempel an. Und auch hier wieder anhand des Stempels können wir jederzeit erkennen, wer hat wann was mit der Rechnung gemacht. So, was wir jetzt getan haben, aus der Buchhaltungsperspektive haben wir die Rechnung gescannt, wir haben die Rechnung bekommen, wir haben die Rechnung weitergegeben. So, ich habe mir die Rechnung selbst zugewiesen, damit wir jetzt
die Rechnung nicht x-mal durch verschiedene Hände geben müssen, beziehungsweise uns an- und abmelden müssen. Und was wir jetzt hier einfach sehen, auch an diesen persönlichen Favoriten, wir können hier jederzeit nachvollziehen, wo ist die Rechnung gerade? Wer hat die Rechnung gerade und wie lange ist die Rechnung im Umlauf? Das bedeutet also ganz klar, wir haben hier immer die Übersichtlichkeit, in welchem Status befindet sich die Rechnung. Und wir können auch natürlich gewisse Erinnerungen hinterlegen, dass wenn eine Rechnung einem bestimmten Zeitfenster beim Kollegen ist und der schafft es nicht, die zu bearbeiten oder ist gerade krank, nach 24 Stunden zum Beispiel geht es einem anderen Kollegen zur Bearbeitung, je nachdem, wie sie es ganz gerne haben wollen. Okay? Soweit auf der einen Seite. So, was wir jetzt haben, wir haben jetzt die Rechnung erstmal für uns und wir wollen die jetzt erstmal freigeben bzw. bearbeiten. So, was wir jetzt sehen, wir haben jetzt die Rechnung bekommen. Wir können die natürlich auch eine Benachrichtigung per App kriegen, wir können die im Outlook kriegen, wir können eine E-Mail bekommen mit einer Info. Wir machen das jetzt hier ganz einfach, dass wir einfach die Rechnung im Dokuware freigeben wollen. Und die Idee ist, dass wir quasi pro Bearbeitungsschritt verschiedene Stempel haben, um eine Entscheidung zu treffen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn ich Ihren Kollegen eine Rechnung auf den Tisch lege zur Freigabe mit einem Stempel Ja und Nein, ich glaube, der weiß, was zu tun ist. Und in dem Beispiel hier ist es auch ziemlich einfach. Wir geben die Rechnung einfach frei und sagen, jo, das passt alles und geben die Rechnung erstmal an dem Punkt hier erstmal frei. Und bei der nächsten Rechnung ist genau das gleiche, das Spielchen. Wir haben quasi unsere Stempel. Ich sage jetzt, ja, ich gebe die Rechnung frei, bestätige das Ganze nochmal. Und was jetzt passiert, dass wir quasi aus Sicht des Mitarbeiter, das ist Kostenstellenverantwortlichen, die Rechnung freigegeben haben. Und was jetzt passiert, dass die Rechnung bei uns wieder an die Buchhaltung zurückgehen. Wir können selbstverständlich so eine Dinge wie Vier-Augen-Prinzip einbauen oder dass Rechnung ab einem gewissen Budgetwert nochmal freigegeben werden muss. Das ist alles kein Problem, das können wir machen. In dem Beispiel hier haben wir jetzt darauf verzichtet, um einfach das Ganze einfach zu halten. Und das, was wir jetzt hier haben, dass wir aus Buchhaltungssicht die Rechnung bekommen haben. Das heißt, wir haben die Rechnung gescannt, wir haben sie abgelegt, wir haben sie jemandem zur Freigabe gegeben und der hat sie bestätigt. So, und jetzt ist die Rechnung quasi nochmal in der Buchhaltung angekommen. Und warum ist die Rechnung nochmal in der Buchhaltung angekommen? Weil die meisten Buchhaltungsmitarbeiter, bevor wir es an Sage übergeben, nochmal proaktiv diesen Vorgang bestätigen wollen. Das heißt, sie könnten die Rechnung nochmal ablehnen, weil sie sagen, okay, mit der Rechnung ist für alles okay, aber nichtsdestotrotz haben wir mit dem Lieferanten andere Schwierigkeiten und deswegen wollen wir die Rechnung nicht bestätigen. Oder halt in dem Beispiel hier wollen wir das nochmal bestätigen, dass wir quasi jetzt die Information ans Sage nachher übergeben. Meine Damen und Herren, das ist das, was ich Ihnen noch einmal zeigen wollte. Einmal exemplarisch, wie kann der Prozess nachher durchlaufen? Und was wir jetzt gemacht haben, ist, dass wir das Ganze ans Sage übergeben haben. Und an dem Punkt übergebe ich meinem Kollegen, dem Felix, nochmal die Tastatur und die Maus, damit er nochmal ins Sage nachher reinwechselt. Dann übernehme ich an der Stelle nochmal. Okay, wir befinden uns jetzt hier im Sage Rechnungswesen. Die Aufgaben hier, ich schaue nur nochmal nach, die sind soweit abgeschlossen. Wir befinden uns jetzt hier im Sage Rechnungswesen. Hier können die vorkontierten Belege nun verbucht werden. Dafür gehen wir, die unter Ihnen, die das Sage kennen, die werden auch die Buchungserfassung hier entsprechend kennen. Wir gehen einfach in unsere Standardkonfiguration und hier möchten wir jetzt die Belege, die der Oliver Jakobait gerade für uns vorkontiert hat, verbuchen. Wir sehen hier entsprechend den Bereich Docuware. Wir haben hier nun drei Bereiche. Wir haben einmal Einstellungen, wir haben die neuen Belege und wir haben den Bereich des Buchungsbelegs. Die Einstellung, die schauen wir uns jetzt nicht an, da melden Sie sich einfach nur in unserem Modul in Docuware an. Der Bereich neue Belege, der ist jetzt für uns das Entscheidende. Und in dem Moment, wo ich den Button neue Belege öffne, öffnet sich hier ein Fenster. In diesem Fenster kriegen wir die vorkontierten Belege angezeigt. Und wir sehen, zwei Belege sind entsprechend komplett vorkontiert worden. Und die können wir jetzt hier auch entsprechend sehen. Wenn Sie jetzt in der Zukunft vielleicht nicht nur zwei Belege haben, die den Prozess durchlaufen sind, sondern Sie buchen nicht jeden Tag, vielleicht einmal in der Woche, dann haben Sie hier eine entsprechend riesige, lange Liste. Und diese Liste können wir auch filtern. Das heißt, bei den in Ihrem Unternehmen buchen Sie vielleicht Rechnung eingehend und andere buchen die Gutschriften. Dann können Sie hier einen Filter setzen und sagen, ich möchte nur diese Art des Dokumentes sehen oder die andere. Sinnvoller ist es in diesem Fall natürlich bei den entsprechenden Firmen,
Hier können Sie zum Beispiel die einen buchen nur die mit A, die anderen die mit B. Auch hier können Sie sich Filter setzen. Das macht natürlich Sinn, wenn man entsprechend mehrere Belege hat und nicht nur zwei. Aber diese Ansicht erinnert Sie vielleicht auch recht stark an DocuWare. Das ist unsere Integration. Auf der rechten Seite wird unser Beleg angezeigt, auf der linken Seite die Indexwerte, die für Sie an der Stelle vielleicht wichtig sind. Wir klicken jetzt auf Übernahme und in dem Moment, wo ich Übernahme sage, werden Sie gleich sehen, fügen sich hier bestimmte Werte ein. Ich habe mal eingestellt, die Belegnummer soll übergeben werden, das Belegdatum, Konto soll, können wir jetzt hier entsprechend nochmal angeben. Suchen wir mal, was hat er, schlägt er uns so vor. Ich nehme mal einfach zum Beispiel EDV-Software. Sie sehen, alle anderen Werte fügen sich ein. Ich kann noch einen weiteren Buchungstext angeben, denn das, was wir liefern, ist ein Buchungsvorschlag an der Stelle. Den kompletten Buchungsimport, den Sie mit Sage auch machen können, den zeige ich heute nicht, sondern wir zeigen jetzt den Buchungsvorschlag, wo Sie auch weiterhin eigene Änderungen vornehmen können. So, wir können jetzt sagen, Buchungstext vielleicht noch, Rechnungseingang, Roadrunner Logistics, klicken uns hier weiter durch und sagen Speichern. In dem Moment, wo wir Speichern klicken, öffnet sich wieder, ja, wir haben schon mal die OP gemacht, das ist kein Problem, sagen wir trotzdem Speichern. Und das ist wirklich das Schöne für Sie als Anwender. Sie müssen nicht dieses Fenster jedes Mal wieder öffnen, sondern solange Sie buchen wollen, öffnet sich das Fenster hier auch immer automatisiert, nachdem Sie einen Beleg verbucht haben. Und wir wollen jetzt den nächsten Beleg übernehmen und ich sage wieder Übernahme. Sie sehen, meine Werte fügen sich entsprechend ein. Auch hier, sage ich mal, nehme ich irgendein Konto. Auch das kann man natürlich, wenn es schon entsprechend angegeben ist, aus dem DocuWare-System übernehmen, sodass alle Werte angegeben sind. Ja, ich gebe noch den Buchungstext an, klicke mich hier durch und auch jetzt sage ich wieder Speichern. Ja, wir haben die beiden vorkontierten Belege komplett gespeichert. Sie sehen, es öffnet sich jetzt nochmal ein leeres Fenster. Wir haben nichts mehr zum Anklicken und wir wissen, unser Job für heute ist erledigt. Es gibt keine Rechnungen mehr, die entsprechend verbucht werden müssen. Ja, dann könnte man jetzt nach Hause gehen und vielleicht kommen Sie in 2 Monaten wieder und sagen, oh, wie finde ich denn jetzt eigentlich meine Rechnungen wieder? Jetzt könnte man hingehen, Sie gehen in Ihren Buchungssatz und schauen, was habe ich denn hier stehen? Gehe ich mal in mein DocuWare und suche danach. Das brauchen Sie zukünftig nicht mehr machen. Sie brauchen auch nicht mehr an den Aktenschrank gehen und raus den Beleg entsprechend dazu raussuchen. Denn was ich vorhin versprochen habe, wir verheiraten den Buchungssatz mit dem Buchungsbeleg. Sie wählen einen Buchungssatz aus und klicken hier oben auf DocuWare. Das Schöne ist, die einen haben es lieber hier oben, die anderen haben es vielleicht lieber hier an der Seite. Sie können über beide Wege gehen. Beide Wege stehen hier entsprechend zur Verfügung. Ich finde aber den Weg hier oben immer ein bisschen schöner. Man spart sich einfach einen Klick. Ja, jetzt sage ich, ja, liebes System, zeig mir doch mal den Buchungsbeleg an. Und wir sehen hier unten schon, mein Fenster öffnet sich mit der Roadrunner Logistics Rechnung. Und so können Sie jederzeit, jetzt muss ich ins Richtige wieder reingehen, nicht in die Warenwirtschaft, da kommen wir gleich erst zu. So können Sie jederzeit auch nachträglich zu einer Buchung den Buchungsbeleg öffnen. Ja, meine Damen und Herren, das war der komplette Eingangsrechnungsprozess. Von der Ablage aus dem Briefkorb über die Vorkontierung direkt im Archiv, Werthinzufügung und nun haben wir diese Belege entsprechend an das Rechnungswesen übergeben, verbucht und nun können Sie diesen auf den Buchungssatz klicken und den Beleg jederzeit wieder öffnen. Wir sparen uns also sehr, sehr, sehr viel Zeit hier. Wir brauchen nicht mehr in Aktenschränke gehen und Belege raussuchen. Ja, das war es auch schon zum ersten Teil von meiner Seite. Ich habe heute 2 beziehungsweise noch ein kleines Highlight zum Schluss, was wir nochmal zeigen werden. Und somit würde ich jetzt auch rübergehen in die Warenwirtschaft. Ich hatte vorhin schon mal angeschnitten, wir können auch automatisiert die Belege aus der Warenwirtschaft übergeben. Die Warenwirtschaft, für die, die das Sage-System noch nicht kennen, ist einfach das System, wo ich meine Stammdaten erfasse, wo ich meine Belege erzeuge, ob Einkaufs-, ob Verkaufs-, ob Produktionsbelege. Hier sind alle meine unternehmensrelevanten Daten vorhanden. Und wenn ich jetzt möchte, dass diese Daten auch ans DocuWare-System übergeben werden, haben wir hier eine Integration geschaffen, die Ihre Belege
im Hintergrund automatisiert übergibt. Und zwar nicht über einen Printer, der die Dokumente aussieht, sondern direkt über die Datenbankebene. Wir schauen uns das Ganze mal live an. Dazu zeige ich Ihnen zunächst noch mal ganz kurz das DocuWare-System. Ich melde mich hier mal als der Administrator an, denn da haben wir direkt eine schöne Liste, wo gleich meine ganzen Dokumente reinlaufen. Dafür gehen wir hier einfach rein, melden uns an und wir schauen mal, was haben wir denn hier für Listen. Wir haben hier eine Liste mit meinen Belegen aus Sage. Sie sehen, hier sind aktuell schon mal 3 Belege drin. Wenn alles richtig läuft, dann kommt hier gleich ein 4. hinzu. Diejenigen, die Sage kennen, die werden auch den Herrn Aber kennen aus einigen Präsentationen. Immer der Standardanwender, den wir hier nehmen. Und dem wollen wir jetzt mal ein Angebot machen über ein paar Stehleuchten. Schauen wir doch mal, was wir hier für entsprechende Artikel haben und wählen unsere Stehleuchte aus. Diese Stehleuchte wollen wir aber vielleicht nicht nur einmal anbieten, sondern wir machen daraus mal direkt, ja, es ist in Ordnung, das darf Sage hier machen. Wir sagen mal, wir wollen vielleicht 5 Stehleuchten anbieten. Wir sehen, Sage rechnet automatisch schön aus und wir schließen den Beleg ab. Und jetzt gibt es 2 Möglichkeiten, je nachdem, wie Sie im Unternehmen arbeiten. Entweder die Kollegen und Kolleginnen drucken das Ganze in einen Stapel und wenn der Stapel gedruckt wird, werden auch erst die Belege ans DocuWare übergeben. Oder die andere Variante, die ich jetzt mal zeigen möchte, ist, wenn wir mit der Vorschau arbeiten. Und dafür gehen wir einfach auf den Bereich Drucken. Wir schauen uns das Ganze mal in der Vorschau an. Und nun können wir den Beleg auf verschiedene Art und Weisen übergeben. Wir haben hier bewusst keinen eigenen Button eingefügt, damit es gar nicht vergessen werden kann. Das heißt, wir haben hier keinen Button eingefügt, bitte an DocuWare übergeben, denn dann könnte es vergessen werden. Wir haben gesagt, nein, wir hängen uns hier direkt an die Sage-Funktionalitäten. Und sobald einer dieser Button hier geklickt wird, drucken, drucken mit Druckerauswahl, per E-Mail versenden, in dem Moment wird im Hintergrund unser Angebot an DocuWare übergeben. Und das testen wir jetzt einfach mal. Ich sage mal drucken mit Druckerauswahl, ich schließe das Ganze und ich schließe auch wieder meine Vorschau. Nun gucken wir mal in unser DocuWare-System rein. Sie sehen eben, waren hier 3 Belege und schon ist der 4. Beleg da mit allen unternehmensrelevanten Daten. Ich habe zum Beispiel die Rechnungsnummer übergeben, die Firma, das Rechnungsdatum. Ich habe auch eine Adressnummer übergeben. Sie sehen, das sind alles Werte, die gar nicht hier irgendwo auf dem Beleg stehen. Zumindest diese Adressnummer oder auch andere Werte, die wir hier haben. Eine Mandantennummer, eine Vorgangsnummer. Das sind alles Werte, die nicht auf dem Dokument stehen, die aber zur Verfügung stehen im Sage. Und die können wir jetzt ganz einfach direkt mit dem Dokument übergeben. So, und wir wollen uns ja nicht nur anschauen, wie die Belege übergeben werden, sondern wir wollen vielleicht auch sehen, was kann man daraus für Prozesse starten direkt mit dem DocuWare-System. Und jetzt hat der Herr Aber sein Angebot erhalten, wir haben die Bestellung bekommen und nun soll der Herr Aber das Ganze bitte auch bezahlen. Und dafür stellen wir eine Rechnung aus. Wir haben den Beleg ganz einfach in Sage in eine Rechnung übernommen und ich kann das Ganze jetzt wieder drucken. Und in dem Moment, wo ich diese Rechnung hier ausdrucke und zum Beispiel auch wieder sage, drucken mit Druckerauswahl, wird dieser Beleg im Hintergrund übergeben. Und wir schauen uns das Ganze nochmal im DocuWare-System an. Es wird automatisch aktualisiert und wir sehen, ah ja, die Rechnung ist entsprechend rausgegangen. So, und was ist jetzt im Hintergrund gestartet? Wir haben jetzt einen Ausgangsrechnungsprozess gestartet, der an die hinterlegte E-Mail-Adresse aus dem Adressenstamm dieses Dokument direkt sendet. Dafür zeige ich Ihnen mal mein E-Mail-Postfach. Wir gehen mal hier rein und Sie sehen, ich habe hier einmal eben mein Angebot erhalten und hier habe ich jetzt auch meine Rechnung erhalten. Und die Prozesse können natürlich auch weitergesponnen werden, so wie wir es eben beim Eingangsrechnungsprozess gesehen haben. Vielleicht ist es in Ihrem Unternehmen so, die Rechnung muss erst freigegeben werden, bevor sie rausgesendet wird. Dann können wir das auch machen. Aber Sie müssen nicht mehr die Rechnung ausdrucken, eintüten, vielleicht noch zur Post bringen und an den Kunden senden. Oder wenn Sie schon ein bisschen digitaler sind, die Rechnung per PDF an die E-Mail hängen, dem Kunden senden, wo wieder was untergehen kann. Sobald die Rechnung in der Vorschau oder in dem Stapel gedruckt wird, kann so ein Prozess hier starten, der automatisiert mit Ihrer Signatur, so wie Sie es möchten, die Rechnung an den Kunden versendet, direkt mit unserem Anhang und
allen Werten, die Sie brauchen. Ja, meine Damen und Herren, das waren auch schon die zwei Hauptprozesse, die ich Ihnen zeigen wollte. Ich würde aber gerne noch eine weitere Sache zeigen. Wir haben ja gesagt, wir können nicht nur Belege übergeben von Sage an DocuWare oder die Belege ans Rechnungswesen übergeben, sondern wir können auch eigene Suchen starten. Und ich habe hier mal in dem Bereich, Sie sehen auch hier wieder, gibt es einen DocuWare-Button und der wird Ihnen als Endanwender genauso zur Verfügung stehen. Anfangs allerdings erstmal nur mit diesen zwei Bereichen wieder. Wir können jetzt aber eigene Suchen weiter definieren. Und ich gehe jetzt hier zum Beispiel mal rauf und sage, ja, ich möchte mir mal die Belege von dem Herrn Aber anzeigen lassen. Sie sehen, ich kriege insgesamt alle meine 4 Belege zu dem Kunden Aber angezeigt. Wie können Sie jetzt eine eigene Suche definieren? Sie sagen, okay, ist ja schön, ich möchte, sehe jetzt alle Belege von dem Herrn Aber, ich möchte aber vielleicht nur die Angebote sehen. Und dann gehen Sie einfach hier hin, sagen DocuWare, Einstellungen. Jetzt öffnet sich unser Add-in, also unsere Schnittstelle. Hier sind Ihre DocuWare-Anmeldedaten hinterlegt. Das heißt, sobald Sie sich in Sage anmelden, werden Sie auch über die Schnittstelle immer mit angemeldet. Das muss also nur ein einziges Mal ausgeführt werden. Jetzt haben wir hier den Bereich der Menüanpassungen. Da können wir einfach mal draufklicken und können jetzt gleich eine eigene Menüanpassung erstellen. Dafür klicke ich einfach auf Neu und schon kann die Konfiguration beginnen. Zunächst mal sage ich, wie soll das Ganze denn heißen? Ich möchte, dass das Ganze Angebote heißt. Wenn ich meine Suche auf öffentlich stelle, dann bin ich ein netter Kollege und stelle das, was ich, wo ich meine wertvollen 2 Minuten hier reinstecke, stelle ich allen anderen Kollegen auch zur Verfügung. Die können dann meine Suche genauso nutzen, so wie ich das konfiguriert habe. Und das Schöne ist, nur weil ich jetzt hier die Suche auch zur Verfügung habe, aber vielleicht habe ich im reellen DocuWare-System gar nicht den Zugriff drauf. Hier greifen, dadurch, dass Sie sich mit den Anmeldedaten anmelden aus DocuWare, greifen alle DocuWare-Berechtigungen. Habe ich also in DocuWare keinen Zugriff auf die Dokumente, habe ich auch hier entsprechend über unsere Schnittstelle natürlich keinen Zugriff. Und ich sage jetzt einfach mal auf der linken Seite, das ist immer der DocuWare-Wert, auf der rechten habe ich den Sage-Wert. Und ich sage, die Firma soll gleich dem Matchcode entsprechen und ich wollte ja unbedingt nur die Angebote sehen. Also sage ich, Art des Dokumentes ist gleich Angebot. Ich sage speichern und schließen. Wie man das sonst manchmal aus Sage gewohnt ist, man muss vielleicht erst Masken schließen oder vielleicht sogar ganz Sage. Nein, das ist hier nicht mehr notwendig. In dem Moment, wo ich speichern und schließen sage, ist dieser Button Angebote ebenfalls hier. Und ich klicke auf Angebote und wir schauen mal, was sich jetzt hier öffnet. Wir kriegen nur die 2 Angebote von dem Kunden Aber Sauerlach. Gehe ich nochmal auf diese Liste, wo wir alle Belege uns anzeigen lassen haben, sehen wir, genau diese 2 Angebote sind hier entsprechend vorhanden. Ja, meine Damen und Herren, so viel zur Suche, zum Beispiel aus dem Verkaufsbereich, aus dem Einkaufsbereich, aus den Stammdaten. Ich hatte vorhin gesagt, diese super Funktionalität in DocuWare, der Volltextsuche. Wo kann man die zum Beispiel nutzen? Und jetzt ist es so, wir befinden uns zum Beispiel in den Stammdaten der Artikel. Diese Artikel haben Sie ja nirgendwo im DocuWare-System erfasst. Die sind aber im Volltext gespeichert. Und Sie können hier nach allem suchen, was irgendwo auch auf dem Beleg steht. Ich sage jetzt mal zum Beispiel, ich möchte mir alle Belege anschauen, die die Artikelnummer der Stehleuchte haben. Dann gehe ich hier wieder hin. Sie sehen, diesmal habe ich es hier oben nicht eingefügt. Das kann man machen. Oder jetzt gehe ich mal hier über den Bereich und sage, bitte zeige mir alle Artikelbelege an. Und jetzt sollte er mir alle Belege anzeigen, die entsprechend mit der Stehleuchte sind. Und das sind insgesamt 3 Belege. Wenn wir mal schauen, ich kann auch mal ein bisschen reinzoomen. Dann sehen wir, ja, hier gibt es die Artikelnummer der Stehleuchte. Und das, meine Damen und Herren, ist doch nochmal wirklich ein absolutes Highlight zum Schluss. Wir haben gesehen, Eingangsrechnungen wurden vorkontiert im DMS-System, wurden an Sage übergeben. Wir haben gesehen, wie kann ein Ausgangsrechnungsprozess laufen. Rechnungen werden mit allen Daten, die Sie möchten, entsprechend an das DocuWare übergeben und können auch automatisch aus dem DocuWare-System zum Beispiel per E-Mail an Ihren Kunden gesendet werden. Und wir haben gesehen, wie Sie als Anwender ganz einfach Suchen bauen können, ob mit normalen Feldern oder per Volltext, überhaupt kein Problem. Das war's von meiner Seite. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen allen und übergebe das Wort nochmal an den
Oliver Jakobait. Ich sage recht herzlichen Dank an Felix, recht herzlichen Dank auch an Sie, liebes Auditorium. Und bis dahin, besten Dank, Ihnen alles Gute und ja, schönen Gruß.